Wenn sie hier ist bei uns, ist sie meistens nur am Singen und Tanzen. Marie kann man auch dann nicht stoppen, wirklich. Atem durch und nach. Ich bin Marie, ich bin 20 Jahre alt. Mal gucken, wie viel Gepäck sie dabei hat. Hey, Baby! Was? Mu. Ah, du bist so cool, du. Na, du bist so eine Marke. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Okay, ich. Hey. Yeah. Ich bin ja dein Schwager, Ennichte. Ja. Wir kennen uns schon jetzt seit 3 Jahren. Ich sehe Marie als meine eigene Schwester sozusagen. Davor hatte ich auch wirklich keinen Kontakt so zu Down-Syndrom-Kindern oder Menschen, besser gesagt. No. Marie ist immer samstags öfters bei uns. Manchmal auch freitags, kommt auf die Zeit an, wie es bei mir auch immer passt. Wenn sie hier ist bei uns, ist sie meistens nur am Singen und Tanzen. Marie kann man auch dann nicht stoppen, wirklich. Und ja, ich mache liebsten Muff Hörser oder Lilly Fischer. Atem durch und nach. Die machen zusammen TikTok-Videos, heißen Maries Weekends. Man kann schon sagen, dass das eigentlich durch Zufall kam. Dann hatten wir ein Video zusammen gedreht mit der Schwester zusammen. Ja, das lief dann halt gut. Dann sind wir auch ein paar Mal live gegangen. Das hat den Leuten dann gefallen und da haben wir auch ziemlich viele positive Nachrichten bekommen. Wir wollen den Leuten zeigen mit unserem TikTok-Account, dass Leute, egal ob eine Beeinträchtigung oder nicht, in die Gesellschaft gehören und dass sie nicht ausgeschlossen werden. Natürlich gibt es immer mal negative Kommentare, aber die versuchen wir so gut wie es ist zu ignorieren. Ich würde vorschlagen, den Leuten, bevor sie irgendwelche dummen Kommentare geben, dass man sich erstmal damit auseinandersetzt, egal was so eine Beeinträchtigung das ist und dass man nicht direkt beleidigt oder sonstiges. Guck mal, ein Stator. Ich mag richtig Fokan. Hm. Aber ich mag Fokan ganz doll. Wie sehr? So? So? So. So. So? Ja. Aber ich mag dich so. Ich mag dich, ach so. Ich mag dich so. Ich mag so. 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 IKK Klassik. Ihre Gesundheit. Unser Handwerk.